Die Musiker fahren im Bus vor mit meinen Bodyguards etwa 2 Stunden vor dem Konzert. Der Herr Anders hat jetzt auch eine Hose an. Darfst du filmen? Und ich habe jetzt ein Schnittchen. Hier kannst du gucken. Schnittchen und Pepsi. Schnittchen Control. Reich gedeckter Tisch. Hier mit dem Schorsch sagen, dass er Klebeband braucht. Wird hier gefilmt? Den Schorsch, ja. Und wo ich eigentlich Wert drauf lege, dass ich nicht unbedingt meine eigene Garderobe habe, weil es ist eigentlich sehr langweilig, wenn man im Großen und Ganzen alleine in der Garderobe sitzt. Das macht eigentlich keinen Spaß. Und wir haben viel mehr Spaß, wenn wir zusammen eben sitzen. Das ist jetzt ein Ausschnitt von der Show. Jetzt haben wir natürlich einen Schnitt. Wir sind wieder zurück in Moskau, in unserem Hotel. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt eine Präsentation von Rimowa. Rimowa ist eine Kofferfirma. Die werden wir gleich noch sehen, kennt ihr bestimmt alle. Und ich bereite mich gerade auf den Pressetext vor, den ich jetzt vor den Journalisten sagen muss oder halt eben präsentieren muss. Typische Handbewegung. Und da sitze ich nun auf den Rimowa-Koffern. Das ist der Koffer mit den Rillen. Und sitze im Grunde für den Fotografen. Natürlich muss auch ein Pressefotograf in Moskau, der etwas auf sich hält, ein Bild von ihm und mir mit nach Hause nehmen. Das fotografiert natürlich Guido. Jetzt sind wir im Club, das ist ein Soundcheck, das ist ein Club in Moskau. Und das ist Thomas Anders auf Russisch geschrieben. Ja, macht er ja. Achso, mach das schon. Komm, jetzt halt mal einen Vortrag hier über Tomak Anlak. Hier vor dir. Komm, jetzt hältst du mal einen Vortrag. Jetzt hältst du einen Vortrag, dass du sagst, ich bin Tomak Anlak. Hier, komm ein bisschen nach vorne. Das ist die Bühne, auf der ich heute Abend stehen werde. Und das ist der Rimowa-Koffer, immer darauf hinweisen. Rimowa. Ja? Beste Koffer. Zu meiner rechten Seite wird mein lieber Freund La Fricadelle, Guido, stehen. Mit der größten Gitarrenanlage, die er je hatte. Ja. Auf der linken Seite wird Krusch Krusch, gerade Bild, Krusch Krusch. Wie geht? Wird Krusch Krusch stehen. Ja, genau. Hinten am Schlagzeug der unvergessliche, reinkarnierte Ficus Benjamini. Sehr schwer zu pflegen. Und Matthias, die Brücknerin, gerade am Film, wird mit dem Schlagzeug sitzen. Sie werden auf dieser mit dem Schlagzeug stehen. Eine bezaubernde Bühnenshow. Und da kommt die Frikadelle Nummer 2, falls ich mal vom Fleisch fall. Springt er ein, aber er ist für Sound und. Und zuständig. Und er schleppt die Box. Wir sehen uns. Das ist kurz vor dem Auftritt in diesem Club. Also wir befinden uns genau dahinter, wo eben Thomas Anders stand. Da ist die Garderobe. Und Matthias achtet natürlich darauf, dass wir alle entflust sind. Er natürlich auch. Ich natürlich auch. Zeig mal, erzähl mal die Geschichte von deiner Weste. Warum denn? Weil die schön ist. Das ist eine schöne Weste. Aber erzähl, dass es ein Tuch war. Er hat nur schöne Sachen. Der Matthias hat seine. Thank you.
zwei. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Und wir sind sehr, sehr spät aus dem Club rausgekommen und ins Hotel gefahren. Noch dazu später. So that you know. Okay? Sherry, Sherry Lady.